Hallo Leute, Dranlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier im Reisezeit-Let's Play. Wir sind mal wieder hier in Altwin gelandet und folgen den Abenteuern von Franz Schmidt dem Zweiten. Mal gucken, was heute sich hier bewerkstelligen lässt. Ziel ist auf jeden Fall, ins Cup zu kommen und im Cup dann eben auch schon quasi eine erste Produktion aufzustellen. Das ist so das Tagesziel für heute. Derweil verschönere ich hier aber noch die Weiten und auch die Nähen. Und wir müssen auch noch eine Sache machen. Und zwar müssen wir hier eine Polizeistation errichten. Denn auch wenn Vertrauen gut ist, ist natürlich in diesem Fall Kontrolle besser. Und deswegen machen wir das gleich mal. Ich habe jetzt hier noch eine Aufgabe offen. Gucken wir mal. Genau, die kommt hier gerade an. Sehr schön. Und dann müssen wir eigentlich auch schon schauen, ob ich hier vielleicht nicht sogar eine Speicherstadt einbaue. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch die Musik ein Ticken runterfahren. Übrigens zwei Tipps noch für die Grafikoptionen. Den Wuselfaktor würde ich auf niedrig stellen. Feste Sonnenposition auf 1, denn das bringt extrem viel Leistung. Auch mit einer 280 Ti oder auch besseren Grafikkarten lässt sich halt eben trotzdem noch ein sehr viel flüssigeres Spielerlebnis erreichen im Zweifelsfall. Also das sind so meine Go-To-Optionen. Wenn ich da noch ein bisschen mehr, ja, flüssiges Bild haben will. Noch ein bisschen mehr Schärfe im Bild quasi. Und ja, dementsprechend mache jetzt erstmal hier das Lagerhaus fit. Und spule noch ein bisschen vor. Und dann würde ich sagen, wir gucken auch mal wieder in die neue Welt. Die Aufgabe von Mercier nehmen wir an. Sehr schön. Und hier haben wir ja auch bald noch das Seife-Ding. Wo ist denn hier unser Seifeschiff? Hier müsste doch eigentlich gleich eins ankommen. Das können wir dann der lieben Beryl zur Verfügung stellen. Dann haben wir hier noch die, die Rumproduktion. Da haben wir aber noch keine Route. Das heißt, ich muss hier auch mal gucken, ob ich hier ein Schiff kaufen kann. Das geht. Dann kaufen wir das direkt und machen hier auch eine neue Route von neuer Welt in die alte Welt. Und verschippern Rum. Abfahrt. Let's go. Und das Schöne ist, wir haben jetzt ordentlich Plus gemacht in der letzten Episode, sind jetzt auf 163.000 hoch. Also die Bilanzverbesserung der letzten Episode macht sich hier auf jeden Fall deutlich bemerkbar. Und das ist auf jeden Fall ziemlich schön, denn jetzt kann ich hier aus dem Vollen schöpfen und auch einfach mal ein bisschen ausbauen, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, dass hier gleich die Bilanz sich meldet und wir pleite gehen. Dann machen wir hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zuckerrohr. Und das müssen wir... Ne, das passt sogar. Und dann machen wir hier nochmal kurz Vorspulen. Und dann sollten wir hier eigentlich auch direkt weiterbauen können, genau. Und dann machen wir hier einfach noch ein bisschen mehr rum. Und hier müsste doch gleich das Schiff ankommen. Bald demnächst, hoffentlich. Derweil kann ich hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Und dann machen wir auch weiter mit der Expedition hier. Das ist ja unser Tagesziel, das Kap zu erreichen und auch vielleicht ein bisschen zu besiedeln. Weil wir da dann auch die Touristen hinaufsetzen werden. Ach, wir sind schon da. Ja, dann genehmige ich mir mal eben hier noch ein Schlückchen Kaffee, während hier die Cutscene läuft. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Meine Lieblings-Cutscene, by the way. Dieses Bild hier ist einfach fantastisch. Fluch der Karibik. Mal 100. Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons Schoß. Lange Zeit hat das Kapaun-Zepter seinem Träger und... Also wer auch immer die Cutscene gemacht hat, Respekt. Doch es ist zusammen mit schaut echt geil aus. In den Fluten versunken. Hier am Kap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaun-Zepters, immer wieder schön. Unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. Was für Monarchie? An die wundervollen Wasserfälle. Ach so, sie meint sich. Okay. Das neue Zentrum unserer Macht errichten. Crown Falls. Crown Falls. Das größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Gut. Besitz. Hammer. Dann würde ich mal sagen, wir schippern hier ran. Und den Rest des Dialoges skippe ich mal. Mir hat halt einfach die Cutscene sehr gut gefallen von der Optik her. Ich habe die zwar schon
wahrscheinlich 100 Mal gesehen. Aber es ist halt immer wieder schön. Es ist halt einfach immer wieder schön. Ne? Ich sag's, wie es ist. So, hier haben wir Seife. Die packen wir hier rein. Und dann kann ich auch hier in der alten Welt wieder ein bisschen weitermachen. 17 Tonnen Fenster. Wie viel brauchen wir für die Speicherstadt? 30, okay. Aber ich will die auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah bauen. Auch einen Besucherkai können wir jetzt eigentlich uns schon fast denkbarerweise hineingönnen. Wow. Also Deutsch ist schon wieder bei mir richtig am Start am heutigen Tage. Reingönnen. Mann. Schwierig. Schwierig. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich gebe mein Bestes, aber tja, es klappt nicht immer, ne? Es klappt nicht immer. Dann schicken wir schon mal ein Schiff zum Parken beim Eli. Halten da Ausschau nach weiteren guten Angeboten. Und die Barrel, da geht halt gar nichts, ne? Mit Nicht-Angriffspakt oder ähnlichem. Wäre aber halt wirklich nice, wenn wir da einen Nicht-Angriffspakt einstellen könnten. Ein Nicht-Angriffspakt mit der Barrel wäre Gold wert. Das könnte man wirklich mit Gold aufwiegen. Und dann schauen wir mal nochmal in die neue Welt. Ich muss doch nochmal gucken. Ich will hier nämlich vor allem die Rumproduktion auf eine solche Art und Weise aufbauen, dass ich da eigentlich nicht mehr hingucken muss. Und wir werden dann später auch hier nochmal mit einer ganzen Menge an Items arbeiten. Lässt sich aber im Moment noch nicht realisieren. Und dann machen wir hier noch die ganze Ecke voll. Schön schick und fertig. Und dann machen wir hier noch eine Feuerwehr rein. Die Aufgabe machen wir auch fertig. Plus 3. Und dann könnte ich doch hier mal wieder einen Nicht-Angriffspakt anfragen. Und wir haben einen Nicht-Angriffspakt mit der Barrel. Wir könnten sogar eine Allianz machen. Wahnsinn. Also ich glaube, so ein gutes Verhältnis mit Barrel hatte ich noch nie. Ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal mit mir einen Nicht-Angriffspakt eingegangen ist. Der Hammer. Finde ich gut. Nicht dabei. Und dann machen wir hier noch eine kleine Expansion. Wahrscheinlich brauchen wir hier Ponchos. Schauen wir mal eben. Ja, wir brauchen Ponchos. Wir haben noch gar keine. Das heißt, wir machen Los Ponchos. Los Ponchos Muchos. Und dann machen wir hier noch die Straße und beschleunigen das Ganze. Eins, zwei, drei, vier. Und den hier auch. Wunderbar. Dann haben wir auch Ponchos. Und das müssen wir mal wieder upgraden. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier noch einen Clipper offen. Den können wir hier zum Markt schicken. Die Fregatte lassen wir hier als Bewachung für unsere Insel. Und dann müsste ich eigentlich nochmal ein neues Schiff rüberbringen, um unser Einflussgebiet auch langsam zu erweitern. Beziehungsweise, vielleicht machen wir das sogar ganz anders. Vielleicht schicke ich einfach hier noch 20 Stahl und 50 Holz rüber ins Kap und hole mir dort neue Inseln. Das ist vielleicht sogar wichtiger. So, dann nehmen wir hier die Sachen an. Dann baue ich hier das Kap hin. Warte mal, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir hier 1, 2, 3. Hallo. Genau. Das hauen wir hier rein. Dann machen wir hier das Kontergebäude hin. Und dann packen wir hier einmal Holz und hier auch nochmal Holz. Und dann ist der Plan folgender. Und zwar, dass wir hier direkt expandieren. Das heißt, ich nehme mir hier direkt alles Holz, was da ist. Und schnapp mir direkt die nächste Insel. Was haben wir hier, was wir nicht haben? Wir brauchen Paprika und die Mäntel. Paprika und Felle, meine ich. Paprika und Felle. Die Insel hier ist perfekt. Schnappen wir uns die gleich zuerst. Dann können wir hier nämlich direkt alles versorgen. Und dann machen wir hier schon mal die Straße hoch. So, hier kommt der Palast hin an den Knick hier. Können wir direkt vorbauen.
Hier hinten kommt Industrie und Felder. Hier kommt dann Strom drunter. Hier kommt Industrie. Hier kommt ein Wohngebiet mit Ingenieuren und Investoren. Und hier kommen die Touris hin. Hier kommen die Touris hin. Da machen wir eine schöne Küstenanlage für die Touris. Das ist der Plan. Dann machen wir hier nochmal Holz. Und dann passt das soweit. Dann haben wir das schon mal. Und jetzt kann ich den hier auch ins Kap drüber schicken. Sehr schön. Wir haben noch 293 Einfluss. Das heißt, ich kann hier auch locker nochmal ein paar Fregatten nachschieben. Ist das eine Archibald-Quest für die Mercier-Story? Oder wie schaut das hier aus? Die Leitschutzaufgabe. Machen wir. Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und jetzt kann ich hier die Speicherstadt bauen. Das machen wir auch zugleich. Speicherstadt, Speicherstadt, Speicherstadt machen wir mal. Ja, machen wir vielleicht doch gleich hier rein. Na, wobei, ich brauche halt sehr viel Platz für die Speicherstadt. Das ist das Einzige. Dann machen wir die vielleicht doch hier hin. So, und jetzt kann ich hier mit einem Exportbüro Import-Export beginnen. Und wir tauschen. Was tauschen wir denn? Segel zum Beispiel. Segel habe ich immer zu viel. Und wir tauschen es gegen irgendwas Schönes, irgendwas Tolles. Exportwarten erforderlich. Okay, dann nehmen wir erstmal irgendwas, wovon wir nicht genug haben. Und wo wir noch genug Platz haben. Wurst zum Beispiel. Und dann machen wir hier einfach 150 zu 105. Abfahrt. Let's go. Dann können wir hier schon mal ein bisschen die Waren leveln. Und die nächste Zeitung ist auch schon da. Sehr schön. Plus 15 Money, plus 20 Verbrauchsreduzierung. Und dann machen wir noch plus 10 Happiness. Machen das erstmal auf automatische Veröffentlichung. Damit ich es nicht vergesse. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir müssen noch die Pelzmäntel uns irgendwie ranholen. Und dann können wir auch mal hier gucken, ob wir vielleicht Glück haben mit Items. Items und Glück ist immer so eine Sache. Okay, der ist zu teuer. Okay, einmal noch. Kein Glück, alles klar. Man kann halt nicht immer Glück haben, aber manchmal kriegt man hier halt ein sehr nützliches Item. Und dann kann man da halt plötzlich doch einiges machen. Also wir haben Rum. Wir brauchen jetzt noch Pelzmäntel. Dann machen wir... Ich glaube, da müssen wir upgraden, oder? Ne, müssen wir nicht. Wir können hier eine Baumwollplantage machen. 1, 2. Das ist 2 zu 1. Das heißt, wir machen... das hier folgendermaßen. Und dann bauen wir hier Baumwolle auf. Und dann kann ich halt auch entsprechend gucken, dass ich hier meine Pelzmäntel zur Produktion quasi bereitstelle. Sehr schön. Und dann brauche ich noch einen Clipper. Das heißt, ich verkaufe die beiden Sachen hier. Und dann machen wir wieder eine Route. Und zwar von hier in die alte Welt nach Altwin. Und dann bringe ich hier auch volle Kanne Baumwollstoff mit. Und dann können wir da nämlich die Pelzmäntel machen. Dann spulen wir auch vor. Jetzt sind wir hier im Kap. Wie schaut es hier aus? Da kann ich wieder eine Insel erobern. Sehr schön. Und dann hole ich mir hier die restlichen Rohstoffe und hole mir gleich nochmal eine Insel. Im Kap zuerst rein expandieren ist auf jeden Fall eine gute Sache, bevor die ganzen anderen Leute da sind. Gerade das Kap als Zentrale finde ich halt super. Auch eine geniale Insel hier zum Schönbau. So ein sich durchschlängelnder Fluss, einfach wunderschön. Wenn man jetzt natürlich auf reine Effizienz geht, eher nix. Aber ey, einfach von der Optik her ein absoluter Traum. Dann gehen wir wieder hier drauf. Und man sieht halt auch, wir haben jetzt gar nicht mal so viel Einfluss, was einfach daran liegt, dass wir hier... Also, ne? Wir haben ein bisschen viel expandiert gerade. Das macht nichts. Das macht nichts. Okay, ich brauche hier noch ein paar Handwerker mehr. Am Monatsende bleibt noch was über. Ja. Sowas gibt es nur hier, dass am Monatsende noch was übrig bleibt. Hier, wo alle gut versorgt sind. Wo es allen gut geht. Wo alle glücklich und zufrieden sind.
Das gibt's nur hier. Okay. Dann brauchen wir noch mehr Bevölkerung. Machen wir. Dann machen wir hier noch eine Lehmstraße rüber. Und dann gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Jetzt haben wir hier die zwei Fregatten, die kommen wieder nach Hause. Und ich gucke eben hier auch wieder beim Eli immer mal wieder nach seinem Angebot. Wir suchen nach Sachen wie der Kostümbildnerin, die uns dann zum Beispiel die Pelzmantelproduktion etwas erleichtern würde. Und ansonsten können wir hier auch schon wieder weiter ausbauen. Wie schaut es jetzt aus mit dem Verbrauch hier? Wir sind im Übrigen bei 7000 plus, also das ist schon sehr, sehr angenehm. Und dann sehen wir hier, es ist alles genau im Soll. Und wir können hier auch schon die ersten Obreros uns anlachen. Dann machen wir das doch auch. Und dann sieht man eben hier, okay, wir könnten hier Lehm machen, habe ich aber keine Insel für. Das heißt, ich hole mir hier noch ein bisschen Holz und ein bisschen Stahl. Und dann hole ich mir hier eine Insel mit Lehmvorkommen. Hier zum Beispiel. So, eine schöne große Insel. Die packen wir uns an. Und im Kap müsste jetzt auch ein weiteres Schiff angekommen sein. Sehr schön. Und bevor die sich jetzt hier irgendeine Insel anlachen, schnappe ich mir die großen Inseln hier einfach weg. Und hoffe dann einfach, dass das auch einflusstechnisch klar geht. Und dann gehen wir noch hier drin. 36 brauchen wir. Eieiei. Okay. Und dann machen wir hier eine kleine Geschichte. Und zwar unser Wohngebiet. Und das machen wir hier schön mit Rathäusern. Ich glaube, das ist nicht auf einer Linie. Jetzt ist es auf einer. So, mit ein bisschen Augenmaß machen hier. Das wird unser Wohngebiet hier. Und hier kommen die Touris. Das heißt, vielleicht noch hier runter. So rum. Und hier vielleicht den Palast. Gucken wir mal. Okay, hier kriegen wir noch abtrünnige Anarchisten. Okay. Und dann machen wir hier einfach kleines Wohngebiet. Mit den ersten Neuankömmlingen hier. Dann fassen wir das hier noch ein bisschen weiter. Ah, dieser Soundtrack ist einfach fantastisch. Wahnsinn, wie gut der einfach reinpasst. Da haben wir dann noch ein bisschen Platz für Schönbau. Wunderbar. Und dann Marktplatz nicht vergessen. Und dann bauen wir auf die ersten Bewohner auf Crown Falls. Der erste Schritt zur weiteren Expansion hier. Der erste Schritt von vielen Expansionspunkten. Aber auf Crown Falls ankommen ist schon auch immer so ein Beginn einfach. Und dann machen wir auch hier alles klar. Der Rest kommt wieder zurück, back to base. Okay. Dann schauen wir mal, hier müssten wir auch noch... Ah, okay, hier fehlt schon wieder der Einfluss. Das heißt, ich muss Einfluss klar machen. Das heißt wiederum, ich muss leveln. Muss mehr Einwohner rankriegen. Das schaffen wir ja auch gleich durch Crown Falls, aber vielleicht expandieren wir dann auch hier noch ein bisschen. Und machen auch hier nochmal ein bisschen Upgrade-Party. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann kann ich hier wahrscheinlich auch gleich die Uni machen. Jawohl. Fehlen noch ein bisschen Baustoffe, also spulen wir noch ein bisschen vor. Und hier fehlen immer noch gute Items. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir mit der Barrel wieder irgendwo was machen können. Nee. Schaut nicht gut aus. Und dann schnappen wir uns hier noch die Insel. Der kommt wieder zurück in die alte Welt. Der fährt wieder zurück zur Base. Sehr schön. Und dann passt es eigentlich auch schon so. Also das Cup ist meine Zentrale und die Zentrale schaut im Moment auch ziemlich gut aus. Von daher, da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Hier hinten können wir schon mal anfangen mit so Sachen wie Schnaps.
ich hier auch schon ein Lagerhaus und ich mache nach unten gehend noch Holzfäller rein. Und ich bitte dich, Hugo, auf meine Inselanteile einzukaufen. Dankeschön. Das wäre echt... Das wäre sympathisch, wenn du das lassen könntest. Jetzt sieht man eben auch hier durch die reine Masse an Inseln, die wir hier schon unter Beschlag genommen haben, haben wir jetzt eben auch schon 100 Arbeitskräfte auf dieser Insel for free. Und das ist halt sehr angenehm. Man sieht aber jetzt auch hier, wie magisch aus dem Nichts plötzlich Inseln eingenommen werden. Das ist hier irgendwie so das Gecheate. Aus dem Nichts werden hier einfach Inseln weggenommen. Da war vorher niemand auch nur in der Nähe und plötzlich, zack, Insel da, tschüssi. Also ich sag dazu Scam. Und dann machen wir mal die Straße hier noch schick. Damit das nicht so irritiert. Machen auch hier das Wohngebiet noch fertig. Hallo. Wunderbar. Zack. Zack. Okay. Dann haben wir noch hier ein Schiff. Das gibt uns noch mehr Rohstoffe zum Bauen. Ansonsten liegen wir eigentlich schon ganz gut in der Zeit. Haben jetzt hier auf dem Kap auch schon unsere erste... unseren ersten Außenposten errichtet. Dann machen wir hier noch Fisch dazu. So rum. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch Arbeitskleidung. Arbeitskleidung machen wir... Wo machen wir die denn? Ich würde vielleicht gerne einen Block mit Arbeitskleidung hier machen. Also eine Seite quasi für die Arbeitskleidung und eine Seite für die Webereien. Und dann machen wir hier vielleicht auch direkt ein Silo dazu. Okay. Und zwar, damit ich halt dann auch später mit Handelskammern hier arbeiten kann. Und dann machen wir hier noch eine Lehmgrube dazu. Die machen wir hier. So rum. Hier noch ein bisschen Holz. Weil warum nicht? Immer wichtig, genug Holz machen. Gerade in Crown Forest, gerade am Anfang. Einfach überall zu jedem Lagerhaus noch ein bisschen Holz dazu. Dann geht es einfach schneller. Ich kann dir nur den was ist das hier? Musst du dir selbst geben. Eine Schmuggelaufgabe. Okay. Ah ja, das ist hier auch eine Quest. Verstehe. Das ist auch von seiner Hauptquest. Sehr gut. Auf deine anfängliche Zukunft. Was? Scheitern? Hä? Ach, ich bin schon gescheitert, oder was? Ach, war da jetzt schon... Ah, ich habe wahrscheinlich in dem Schiff, wo ich hätte vorbeischmuggeln müssen, war schon ein Schiff von mir gestanden. Timing ist manchmal alles. Timing ist halt manchmal auch alles. Okay, dann machen wir hier schon mal Felle. Baumwollstoff habe ich ja jetzt schon in Produktion. Dann machen wir hier noch Felle dazu. Und dann machen wir hier auch schon eine Schneiderei. Und wie gesagt, hier kommt ja dann das Kraftwerk rein. Ungefähr hier. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen vorbauen. Und ich kann auch meine Universität platzieren. Das machen wir vielleicht am besten so, dass sich die Reichweite hier gut verteilt. Also müssten wir es eigentlich zentral machen. Das heißt, die Leute hier müssen weichen. Wir müssen eine kleine Umstrukturierungsmaßnahme vornehmen. So. Und nun sieht man auch, es fehlen eigentlich nur noch Pelzmäntel. Und sobald wir die Pelzmäntel haben, ist halt Abfahrt angesagt. Dann ist halt Abfahrt angesagt. Okay, Segel haben wir zum ersten Mal gehandelt. Das heißt, wir müssen jetzt hier nicht mehr so viel machen. Jetzt könnte man ja tatsächlich schon über die Speicherstadt alleine hier schon weiterkommen. Das ist ja auch kurios. Also ist natürlich irgendwo logisch. Man kann natürlich auch mit der Speicherstadt handeln. Aber mir ist jetzt erst so aufgefallen, wie leicht das jetzt plötzlich eigentlich ist. Ja, dann holen wir uns hier noch die Insel. Für Lehmproduktion in der neuen Welt. Machen hier noch ein bisschen Holz drauf. Wunderbar.
Der Kollege fährt wieder hierhin und wir haben eine neue Quest mit der Beryl. Hallo Beryl. Ich wollte meine Täubchen. Eine Abschussaufgabe, machen wir. Einer gefallen. Ja, wenn es nur ein Schoner ist, dann sollte unsere Fregatte das auf jeden Fall schaffen. Viel Spaß damit. Abfahrt. Und hier können wir auch schon wieder weiter bauen, weil wie gesagt, wenn man am Anfang genug Holz macht, kann man hier eigentlich die ganze Zeit bauen. Das ist eigentlich absolut grandios. Es ist eigentlich absolut grandios, wie flüssig das dann läuft. Und dann machen wir auch hier noch unsere Bauvorhaben weiter. Das machen wir hier schön strukturiert. Sehr schön. Das passt, das passt. Hier noch die Straße weg. Okay, wie schaut's aus? Wir brauchen mehr Arbeitskleidung, okay. Also schnell vorgespult, zack. Und Abfahrt. Dann brauchen wir hier oben noch ein bisschen Weizen für unsere Silos, aber auch für das Brot später. Also machen wir hier noch ein bisschen Weizen rein. Zack. Hier schön oben einfach die Lücken ausfüllen. Das ist auch das Schöne am Cup. Es gibt so viele Enden und Lücken und Hörner. Cup. Also Lücken in spitzen Gegebenheiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Orte mit wenigen Kacheln, die anders als für Felder benutzt werden können. Und deswegen finde ich das super, dass man hier auch im Grunde so viele Felder reinziehen kann. Weil Felder ziehen mir auch einfach am meisten Spaß macht von allem. Okay. Dann haben wir hier noch das Schiff. Das passt. Damit könnten wir eigentlich auch mal hier zum alten Nate fahren. Uns da schon mal die Quest sichern. Hier müssen wir den Beweis der Zerstörung suchen. Den dann hier schon mal abliefern. Abfahrt. Und hier können wir dann bald ein Dorf machen und uns dann schon mal Lehm sichern für die Produktion. Sehr schön. Okay, wir haben außerdem 300.000 auf dem Konto. Das heißt, ich muss auch mal in der alten Welt gucken, wie es hier aussieht mit Items. Oh, einmal noch. Oh, der Möbeltischler ist schon ziemlich gut. Plus 30% Produktivität, minus 60% Arbeitskräfte. Aber ich rolle nochmal weiter und habe wieder kein Glück. Mano. Okay, ich glaube, wir können Upgrade Party machen. Ich glaube, wir können Upgrade Party machen. Komm schon. Come on. Komm, 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 komm. Pushen, 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 pushen. Pushen. Upgrade Party. Upgrade Party. Gib mir die ersten Ingenieure. In der vierten Episode. Rein. Na komm. Wo sind meine Upgrade-Symbole? Ja, damit. Ich will Upgrade Party machen. Ja, damit. Ja, damit. Nee? Ja? Es wird gedunkelt. Nee? Nein. Du hast es erlebt. Oh. Verdammt. Die Schuld ist hier. Okay, das ist bitter. Das ist bitter. Was fehlt? Baumwollstoff. Ja, okay. Es fehlt noch ein bisschen Baumwollstoff. Es wäre fast möglich gewesen. Aber jetzt müssten wir hier auf jeden Fall eine gute Chance haben auf die Kostümbildnerin. Müssen wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Schade, hätte ja sein können. Dann kaufen wir uns hier nochmal jede Menge Lehm und jede Menge Stahl, damit wir hier ein bisschen mehr Upgrade-Party machen können. Dann gehen wir drüber ins Cup. Machen hier noch die Quest vom alten Nate. Dann haben wir nämlich hier auch ein schönes Bergungsschiff. Das ist halt nicht nur gut fürs Bergen von Sachen, nein. Es ist überdies halt auch einfach ein Schiff mit 6 Slots, also gerade für den Anfang halt auch ziemlich nice, wenn man halt einfach Sachen transportieren will zum Beispiel. Und ja, kann man sich auf jeden Fall holen. 6 Slots sind 6 Slots. Ist halt im Grunde wie ein Dampfschiff, nur dass man es halt bekommt, bevor man sich auch nur irgendwo ein Dampfschiff leisten kann. Und dann können wir hier eigentlich auch schon upgraden. Dann können wir hier auch schon upgraden. Okay, das ist aber nicht auf Zeit, ne? Okay, ist nicht auf Zeit. Wunderbar. Und dann können wir hier eigentlich auch schon da reingehen.
in die Arbeiter. Das machen wir aber in der nächsten Episode. In der nächsten Episode gehen wir hier rein in die Arbeiter auf Crown Falls. Gehen wahrscheinlich auch zu den Handwerkern. In der alten Welt werden wir derweil wahrscheinlich in der nächsten Episode die ersten Ingenieure haben. Wobei ich das eigentlich gerne noch in dieser Episode machen würde, weil das auch irgendwo mein Ziel war, ehrlicherweise. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir hier eine Möglichkeit. Komm schon. Komm schon. Ein Ingenieur. Diese Episode. Bitte. Please. Komm, irgendwo. Einer von euch. Na komm. Yes, let's go. Upgrade Party. Woo, 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 woo. Direkt 300 Ingenieure klar gemacht. Und damit haben wir noch eine Ingenieursquest. Die machen wir noch. Sehr schön. Damit sind wir bei den Ingenieuren angelangt. Und für die werden wir natürlich dann auch anfangen, in der nächsten Episode Sachen zu machen. Jetzt machen wir hier noch schön die Quest fertig. Hoffentlich bekommen wir noch irgendwas Gutes dafür. Ja, nee. Nee, das war jetzt eher nicht so gut. Aber macht ja nichts. Das macht ja nichts. Wir haben auf jeden Fall in der nächsten Episode viel vor. Und in der übernächsten Episode sollten wir eigentlich schon zu den Turis kommen. Also nächste wird knapp, aber so übernächste Episode... Turis wäre auf jeden Fall denkbar. Und da habe ich auf jeden Fall Bock. Da habe ich auf jeden Fall Bock. Jetzt bekomme ich ja noch die Arktis-Quest. Das machen wir aber nicht. Sondern ich gehe jetzt dann erstmal in die nächste Episode. Aber wir haben jede Menge geschafft. Wir haben jede Menge geschafft heute. Wir haben die Ingenieure freigeschaltet. Und wir haben zudem auch das Cup erobert. Auch viele andere Gefilde erobert. Und wir werden in der nächsten Episode auch noch mehr Inseln einnehmen. Damit wir am Ende halt auch nicht so viele Inseln übrig haben, um die wir uns dann kümmern müssen. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.